Lieber Herr Otto, meine sehr geehrten Damen und Herren, tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich bin schon eine Stunde im Auto unterwegs, konnte aber den Vortrag noch mal gut studieren. Das hat auch seine Vorteile und ich freue mich, dass auch heute wieder alle Plätze besetzt sind. Ich freue mich, dass meine drei Vorstandskollegen, Herr Thiele, Herr Nagel und Herr Beermann da sind. Ich soll Sie auch von Herrn Weibmann und von Frau Buch grüßen, die heute leider nicht dabei sind. Herr Nagel wird, glaube ich, ganz besonders aufpassen, weil der bei uns in der Bundesbank für die IT zuständig ist, weil ich mich ein wenig auch über die Digitalisierung äußern möchte. Hinzu kommt, dass wir, weil wir viele Anmeldungen gehabt haben, die wir nicht mehr berücksichtigen konnten und auch nicht jeder es schaffen kann, nach Frankfurt zu reisen, werden wir den Podcast von diesen Vorträgen und von den Panels dann ins Netz stellen, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Und dann hat jeder, der es nicht geschafft hat, auch die Chance, sich das nochmal anzuschauen und anzuhören. Außerdem begrüße ich auch die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesbank Hauptverwaltung, die ich hier auch in der ersten Reihe sehe. Und ich sehe gerade Franz-Christoph Zeitler, der auch für die Bankaufsicht viele lange Jahre zuständig war. Jetzt aber zu meinem Vortrag, meine Damen und Herren. Der Bordcomputer der ersten amerikanischen Mondlandfähre wog ungefähr 30 Kilogramm. Die Leistung von diesem Bordcomputer der ersten Mondlandefähre, der entsprach ungefähr dem eines Taschenrechners, den Sie heute überall für ein paar Euro kaufen können, sofern Sie nicht ohnehin zwischenzeitlich Ihr Smartphone benutzen zum Taschenrechnen oder Ihr Tablet. Ungefähr zur Zeit der amerikanischen Mondlandung, also vor gut 40 Jahren, begann der Computer allmählich Teile des Berufs und auch später des Privatlebens zu werden. Knapp 20 Jahre später kam das Internet hinzu. Wir können uns alle gut erinnern. Heute ist es nicht mehr nur die gewerbliche Industrie, Stichwort Industrie 4.0, sondern es sind auch die Banken, es sind auch alle Sie, die Banken und Sparkassen und andere Finanzdienstleister, die von einer neuen Welle der Digitalisierung erfasst werden. Für Sie als Banker und für meine Kollegen, die hier vorne sitzen und ich als Bundesbanker, stellt sich nur die Frage, was die Branche tun kann, um in dieser Welle nicht unterzugehen, in dieser Welle der Digitalisierung nicht unterzugehen, sondern, um im Bild zu bleiben, mit neuem Schwung nach vorne getragen zu werden. Um einem Missverständnis gleich vorzubeugen, selbstverständlich haben die meisten Banken und Sparkassen schon vor Jahrzehnten sehr aufwendige IT-Infrastrukturen im Kernbankengeschäft etabliert. Gar keine Frage. Und Online-Banking, das wissen wir, gehören mittlerweile zum Standardangebot von fast allen, wenn nicht von allen. Die aktuelle Digitalisierungswelle aber vereinfacht und beschleunigt nicht nur einzelne Prozesse, sondern sie verändert viele, viele Spielregeln des Bankgeschäftes. Und deshalb möchte ich das auch in den Mittelpunkt meiner Begrüßung und meiner Einführung für Sie stellen. Was ist es, das der Welle der Digitalisierung ihre Kraft verleiht? Und es sind im Wesentlichen drei Triebkräfte, die ich im Folgenden diskutieren werde. Es sind die Technologie, die Konkurrenz und die Kunden. Einen ganz wesentlichen Impuls hat die Digitalisierung der Finanzbranche natürlich durch mittlerweile sehr leistungsfähige und sehr ausgereifte Technologien erhalten. Dank Breitbandnetzen, dank Smartphones und dank Leistungssprüngen in der Datenverarbeitung verschieben sich die technischen Grenzen inzwischen so schnell, dass sie faktisch gar keine Einschränkung mehr darstellen. Was jetzt in den Mittelpunkt rückt, ist die Frage nach sinnvollen Anwendungen. Ökonomisch ist die Digitalisierung in vielerlei Hinsicht attraktiv. Mit intelligenter und gut eingesetzter IT können Prozesse automatisiert und variable Kosten können damit auch gespart werden. Informationen können eben nun heute ohne Zeitverlust verarbeitet, sie können verknüpft und sie können analysiert werden. Ebenso hilft uns die heutige IT, Komplexität zu beherrschen und nicht zuletzt ermöglicht sie Dienstleistungen, die individuell auf den Kunden jeweils zugeschnitten sind. Was dieser Welle der Digitalisierung weitere Kraft verleiht, ist die neue Konkurrenz. Längst sind nicht mehr nur Banken im Line-up, damit meine ich die Startposition, wenn Sie so wollen, innovative Unternehmen der Finanztechnologie, kurz Fintechs, vielleicht sind ja auch heute der eine oder andere Fintech hier, einen haben wir zumindest eingeladen auf ein Panel. Also diese Fintechs haben in den vergangenen Jahren bereits eine große Anzahl IT-basierter Geschäftsideen entwickelt, für den Zahlungsverkehr, für die Kreditvermittlung.
davon wird einer heute da sein, oder für die Vermögensberatung. Gewöhnlich überlebt, das wissen wir alle, nur ein kleiner Teil solch innovativer Ideen und neuer Unternehmen den Härtetest der Praxis. Aber dennoch zeigen die Fintechs durch ihre Ideenvielfalt, welches Entwicklungspotenzial noch in unserer Branche, noch in der Bankenbranche steckt. Neben der Technologie und der Konkurrenz sind es drittens aber auch noch die Kunden, die der Welle Kraft verleihen. Früher wurde das Bankgeschäft als ein Geschäft angesehen, das nur im persönlichen Kontakt letztendlich möglich ist. Heute wenden sich Bankkunden zunehmend aufgeschlossen und bisweilen ja sogar regelrecht fordernd neuen technologischen Möglichkeiten ihrer Bankgeschäfte zu und sind dabei ermutigt, durch ihre positiven Erfahrungen mit Informationstechnologien in anderen Bereichen von ihrem täglichen Leben. Online-Banking ist mittlerweile, ich hatte es ja bereits eingangs erwähnt, für viele Bankkunden inzwischen völlig selbstverständlich. Gleichzeitig steigt mit innovativen Angeboten wie der Videoberatung, digitaler Kreditvermittlung oder der Einbettung von sozialen Medien in Bankgeschäfte die Akzeptanz gegenüber digitalem Bankgeschäft immer mehr, als viel mehr auf jeden Fall, als es früher der Fall war. Keine Frage, die Digitalisierung in der Finanzbranche hat eine eindeutige und auch eine unumkehrbare Dynamik gewonnen. Doch wohin wird sich diese Branche letztendlich entwickeln? Visionen, das wissen Sie vielleicht, reichen bis hin zum Banking without Banks, also bis hin zu einer funktionstüchtigen Finanzbranche ohne Banken. Und in den Medien wird bisweilen sogar ein Überlebenskampf zwischen Banken und zwischen digitalen Herausforderern heraufbeschworen. Aber Banken und Sparkassen sind selbstverständlich nicht überflüssig. Lassen Sie sich das bitte auch nicht einreden, meine Damen und Herren. Einerseits sind sie mit dem Angebot von Konten auch für innovative Finanzdienstleister unersetzlich. Und andererseits haben Banken und Sparkassen ganz eigene Wettbewerbsvorteile bei der Digitalisierung. Dazu gehört, dass sie ein Gesamtpaket an Dienstleistungen und Geschäftsfeldern anbieten können, das für die Kunden und das für das Institut selbst Synergien schafft. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Kunden nach wie vor großes Vertrauen in Banken und Sparkassen haben, was die Datensicherheit anbetrifft. Das zeigen zumindest verschiedene Umfragen, die auch in der letzten Zeit hierzu durchgeführt worden sind. Auch bei komplexeren Finanzdienstfragen wird der persönliche Kontakt zu Banken nach wie vor sehr geschätzt. Schwarz-Weiß-Malerei finde ich also beim Blick nach vorne jedenfalls völlig unangemessen. Banken kooperieren, wie Sie wissen, bereits heute mit Start-ups und entwickeln teilweise selbst sehr innovative Konzepte. Und die Geschäftsmodelle vieler Fintechs müssen sich auch erst noch beweisen, wenn wir ehrlich sind, sofern sie überhaupt einen Angriff auf das Bankensystem darstellen. Manche sind eben gar keine Bedrohung für das Bankgeschäft. Letztlich ist völlig offen, wohin sich die Branche entwickeln wird. Der jüngst angebrochene Wettkampf von Streamingdiensten in der Musikbranche, den ich gerne als Beispiel erwähnen möchte, der belegt, dass auch Jahre nach dem Beginn der Digitalisierung die Karten in einer Branche völlig neu gemischt werden können. Den Blick in die mittlerweile etwas altmodische Kristallkugel will ich an dieser Stelle nicht wagen. Ich kann wirklich nicht vorhersagen, wohin letztendlich die Entwicklung geht. Was aber ich gerne mitteilen möchte, ist, dass Banken und Sparkassen aber nicht den Fehler machen dürfen, diese Entwicklung der Digitalisierung zu unterschätzen. Gerade im Bereich der Computertechnik neigen bisweilen selbst Fachleute dazu, falsche Prognosen zu treffen. So bezeichnete Bill Gates im Jahr 1995 das Internet, und ich zitiere ihn, als einen reinen Hype. Noch unglücklicher war die Prognose, die der damalige Chef von IBM im Jahr 1943 abgab. Er schätzte, die Schätzung ist da nicht ganz eingetroffen, dass es weltweit einen Markt für vielleicht höchstens 5 Computer geben werde. Im Geschäftsleben gilt es also, wie auch überall, wer den Trend verpasst, wird schnell abgehängt, aber Bill Gates und IBM haben sich dann doch noch relativ schnell angepasst. Aber Sie sehen, nicht jede Prognose trifft immer zu. Und natürlich ist es auch nicht Aufgabe der Aufsicht, Ihnen die richtige Strategie im Umgang mit der Digitalisierung mit auf den Weg zu geben. Welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind,
wird letztendlich durch unternehmerisches Geschick bestimmt. Am Ende entscheiden die Kunden und am Ende entscheiden die Märkte. Nichtsdestotrotz erlaube ich mir an dieser Stelle, Ihnen zwei grundlegende Botschaften mit auf den Weg zu geben, die ich angesichts des Megatrends Digitalisierung für besonders wichtig halte. Die erste Botschaft schließt sich an das an, was ich gerade gesagt habe, und sie lautet: Aussitzen ist ausgeschlossen. Es mag eine Tugend sein, sich auf das zu konzentrieren, was man besonders gut kann, und es mag auch eine Tugend sein, auf Veränderungen in Ruhe abzuwarten. In einer Umbruchphase, wie wir sie aktuell erleben, wird das allerdings vermutlich in eine Sackgasse führen. Ich glaube, Stillstand ist hier Rückschritt. Schauen Sie sich die Branchen an, in denen die Digitalisierung bereits weit fortgedrungen ist. Ob das nun die Foto- oder die Filmbranche ist, die Musikindustrie oder der Telekommunikationssektor. Alle diese Branchen haben im Zuge der Digitalisierung nicht nur ein neues Medium eingeführt, sondern sie haben auch komplett neue Kernkompetenzen aufbauen müssen. Eingesessene und bis dato erfolgreiche Unternehmen scheitern dabei nicht unbedingt an fehlendem Innovationswillen, sondern eher an der fehlenden Bereitschaft, sich von Grund auf völlig zu erneuern. Als mahnendes Beispiel wird hier oft Kodak genannt, als Hersteller von, ganz berühmter Hersteller von Filmmaterial für analoge Fotoapparate. Wir kennen Kodak wahrscheinlich alle hier im Raum. Geriet das Unternehmen in sehr große Schwierigkeiten, als die digitale Fotografie ihren Siegeszug antrat. Im Jahr 2012 musste Kodak einen Insolvenzantrag stellen und konnte nur dank einer radikalen Umstrukturierung sein Überleben im Nachhinein sichern. Zur Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, gesellt sich auch noch der zeitliche Druck. Bei einem Umbruch, wie wir ihn aktuell erleben, bilden sich grundlegend neue Standards und grundlegend neue Gewohnheiten. Wenn auf diese Weise erste, wenn Sie so wollen, Trampelpfade auf dem Weg der Digitalisierung entstanden sind, erscheint es mehr oder weniger überflüssig, sich noch Gedanken über die Wegplanung zu machen, während andere schon längst losgegangen sind. Ein Beispiel dafür ist der Zahlungsverkehr. Dort haben Wettbewerber wie PayPal oder jüngst Apple Zahlungsverfahren eingeführt, die den Konsumenten im digitalen Umfeld sehr stark entgegenkommen. Gewöhnen sich die Kunden erst einmal an eine neue Art des Bezahlens, haben Wettbewerber mit ähnlichen Produkten es alles andere als leicht, die Kunden dann später noch zum Wechsel zu bewegen. Deutsche Kreditinstitute finden sich daher bei ihrem gemeinsamen Vorstoß für den Online-Zahlungsverkehr in der ungewohnten Rolle des Angreifers wieder. Gerade deshalb empfinde ich es auch als so wichtig, dass die deutsche Kreditwirtschaft gemeinsam antritt, um damit ihre Chancen auch in diesem Wettkampf deutlich zu erhöhen. Zusammengefasst kann ich den deutschen Banken und Sparkassen also nur empfehlen, die Entwicklungen in der Digitalisierung nicht auszusitzen, sondern sich aktiv und sich auch intensiv mit dem Thema Digitalisierung und mit dessen Bedeutung für das eigene Institut auseinanderzusetzen. Aber nach meiner Wahrnehmung gibt es in Deutschland auch keine ausgeprägte Tendenz zum Aussitzen. Es war trotzdem mir wichtig, es mal so deutlich gesagt zu haben. Eine zweite Botschaft lautet in knappen Worten: neue Spielregeln lernen. Versetzen Sie sich bitte einmal in die Lage eines Fußballtrainers. Ihre Mannschaft ist in der laufenden Saison mit der richtigen Taktik erfolgreich unterwegs. Ihnen geht es prima. In der nächsten Saison aber werden sich die Spielregeln relativ radikal verändern. Vielleicht steigt die Anzahl der Tore, die auf dem Platz aufgestellt werden. Vielleicht laufen auch mehr als nur zwei Mannschaften auf und spielen vielleicht auf Gras, statt auf Gras jetzt auf einem anderen Belag. Wie werden Sie also Ihre Mannschaft bei so einer radikalen Änderung, auch wenn es Ihnen in der letzten Spielzeit noch wunderbar geht, aufstellen? Eins ist klar: Sie müssen zuerst die neuen Regeln lernen und Sie müssen zuerst die neuen Regeln verstehen, um eine erfolgreiche Taktik dann entwickeln zu können und sich dann auf diese neuen Regeln einstellen zu können. Lassen Sie uns drei der neuen Spielregeln betrachten, denen ich in der digitalen Finanzbranche ganz besonders große Wirkung zutraue. Sie gehören also sozusagen zum digitalen Grundverständnis, das notwendig ist, um die richtige Taktik zu finden.
Spielregel Nummer 1 lautet, die individuellen Bedürfnisse und die individuellen Wünsche der Kunden erhalten eine komplett neue Bedeutung. Leicht zugängliche, transparente und individuelle Dienstleistungen werden selbstverständlich. In sozialen Netzwerken, bei Online-Käufen oder bei der Suche nach Informationen gehört es für Konsumenten bereits heute zur Alltagserfahrung, mit den eigenen Vorstellungen immer im Mittelpunkt zu stehen. Auch bei Bankgeschäften wollen Kunden künftig in ihrer Lebenssituation abgeholt werden. Das gilt vor allem, aber nicht nur für die jüngere Generation. Wer als Anbieter erfolgreich sein möchte, der muss es sich also zur Gewohnheit machen, die Perspektive der Kunden einzunehmen. Und die Perspektive hat sich ganz schön geändert. Das bedeutet vor allem, dass man sich mit Lebensentwürfen und auch mit sozialen Trends auseinandersetzen muss. Wer es schafft, Kunden durch Komfort und durch Zugänglichkeit an sich zu binden, der hat einen Trumpf in der Hand. Es geht also nicht mehr nur um den durchschnittlichen Kunden, den man adressieren muss, sondern es geht um jeden einzelnen Kunden. Die Anzahl der Tore, wenn Sie so wollen, auf dem Spielfeld hat also nach meiner Meinung ohne Zweifel zugenommen. Und das bringt uns zur zweiten Spielregel. Nicht nur die Zahl der Tore steigt, es kommen auch zusätzliche Spieler auf den Platz, die übrigens ganz nebenbei keine klassische Spielerlizenz aufweisen können. Der Wettbewerb wird globaler und er wird transparenter und die Wettbewerber, die werden deutlich vielfältiger. Im Online-Geschäft ist der nächste Anbieter für den Kunden womöglich nur wenige Klicks entfernt. Und das gilt auch für Ländergrenzen, die sind auch über Ländergrenzen hinweg nur wenige Klicks entfernt. Und auch die Herausforderer sind nicht mehr durch einen Blick auf die Internetseite der Bankenaufsicht auszumachen. Bisher war das immer so. Neben den Fintechs sind auch andere IT-geprägte Branchen nur einen Schritt vom Bankgeschäft entfernt. Bereits heute beginnen im Internet etablierte Unternehmen ihren riesigen Kundenstamm und ihre Erfahrung mit digitalen Prozessen und ihre Erfahrung mit Datenmanagement mit Bankdienstleistungen zu verknüpfen. Das heißt, Branchengrenzen verschwimmen. So gilt heute, glaube ich zumindest mehr denn je, Banken müssen wissen, was die Konkurrenz macht. Die Konkurrenz hat sich stark geändert, um ihre eigene Strategie zu überprüfen und um ihre eigene Strategie zu schärfen. Die dritte Spielregel schließlich betrifft die Anpassungsfähigkeit. Wenn Sie einmal auf Asche, ein anderes Mal auf Kunstrasen spielen, dann muss Ihre Taktik flexibel sein und auch flexibel bleiben. Die digitale Welt lädt zum Experimentieren ein und sie neigt zu plötzlichen Trends, zu plötzlichen Trendwechseln und sie ändert sich, wie gesagt, laufend und stetig. Das Bankenwesen ist sicherlich nicht in allen Aspekten dieser Rastlosigkeit unterworfen. Dennoch wird die eigene Anpassungsfähigkeiten von Banken und Sparkassen sehr viel wichtiger, als wie es bisher der Fall war. Gestützt wird sie zum Beispiel durch eine flexible IT-Architektur. Auch Geschäftsmodelle können offener und flexibler gestaltet werden. Denken Sie an Strategien, die Banken als digitales Ökosystem betrachten. Bei diesen Strategien stellt die Bank eine digitale Plattform bereit, deren Inhalte von Kunden und deren Inhalte von anderen Dienstleistern mitgestaltet werden können. Wer in einer digitalen Finanzbranche bestehen will, der muss ihre neuen Spielregeln verinnerlichen und der muss auch die neuen Spielregeln anwenden. Nicht nur die Strategie selbst muss hinterfragt werden, sondern auch die darunter liegenden Denkmuster. Ich will damit ausdrücken, wer nicht digital denkt, der wird es schwer haben im Wettbewerb um den digitalen Kunden. Meine Damen und Herren, Aufseher sind an stabilen und sind an nachhaltig profitablen Banken und Sparkassen interessiert. Möglicherweise erscheint Ihnen die Digitalisierung an diesem Punkt meines Eröffnungsvortrages ausschließlich als Bedrohung Ihres gewohnten Geschäftes. Ich möchte Sie aber ermutigen, auch eine andere Perspektive einzunehmen, in der die Digitalisierung nicht das Problem, sondern vielmehr die Lösung sein kann. Was uns als Aufseher im Moment ebenso beschäftigt wie Sie als Banker, ist die Ertragsschwäche und insbesondere natürlich die Ertragsschwäche des deutschen Bankensystems.
Eine zentrale Ursache für diese Ertragsschwäche ist die anhaltende Phase sehr, sehr niedriger Zinsen. Das Problem der Ertragsschwäche zu lösen, ist für die Stabilität des Finanzsystems überall, aber auch in Deutschland entscheidend. In Deutschland gilt das aber aufgrund unserer Abhängigkeit von den Zinserträgen ganz besonders. Die Digitalisierung kann insofern sehr wohl Teil der Lösung sein. Sinnvoll eingesetzte Informationstechnologien kann zum Beispiel neue Geschäftsfelder generieren und mittelfristig ihre Rentabilität steigern. Von komfortablen und alltagstauglichen IT-Anwendungen bis hin zu Big-Data-Analysen werden derzeit viele potenzielle Ertragsquellen erprobt und durch praktische Zusatzleistungen bleiben Kunden ihrer Bank auch im schärferen Wettbewerb verbunden. Stabilität heißt also nicht Stillstand. Und daher ist es sehr wohl im Interesse der Aufseher, wenn Banken sich an eine neue Nachfrage anpassen, um ihre Ertragskraft zu wahren oder um ihre Ertragskraft sogar zu steigern. Doch auch auf der Kostenseite wirkt die Digitalisierung, nicht nur auf der Ertragsseite. So sind in Deutschland die Filialnetze immer noch relativ engmaschig und damit entsprechend teuer. Die Digitalisierung kann dabei helfen, auch mit einem grobmaschigeren Filialnetz noch eine große Zahl von Kunden zu erreichen. Ich bin gespannt, was Herr Buschbeck und sein Panel uns hierzu heute Nachmittag dazu berichten werden. Das ist bestimmt eine sehr, sehr spannende Diskussion. Schließlich kann auch das Risikomanagement von der Digitalisierung profitieren. Die Aufgabe, rechtzeitig gut fundierte Entscheidungen zu treffen, ist herausfordernder denn je. Denken Sie an die immer komplexeren Verknüpfungen von Märkten, Ländern und Produkten und die zunehmende Dynamik der Märkte. Mit einer leistungsfähigen IT-Architektur und damit meine ich konsistente, anpassungsfähige und akkurat arbeitende Systeme sind Institute in der Lage, sich einen schnelleren Überblick über ihre Aktivitäten und damit auch über ihre Risiken zu verschaffen. Gut informierte Entscheider erhöhen ihre eigenen Erfolgsaussichten und schützen zudem das Finanzsystem als Ganzes vor übermäßiger Spekulation und vor Kurzschlusshandlungen. Aufseher müssen aber auch mögliche Gefahren für die Stabilität unseres Finanzsystems im Auge behalten. Das neu gestaltete Spielfeld und die neuen Spieler werden sehr wahrscheinlich auch neue Risiken mit sich bringen. Es wäre schon verwunderlich, wenn nicht. Dem Schutz kritischer Infrastrukturen widmen wir uns als Regulierer bereits zusammen mit anderen Behörden und den jeweiligen Anbietern. Ich denke hier vor allen Dingen auch an die Börsen. Und auch die neuen, weitgehend unregulierten Wettbewerber, wie eben zum Beispiel die Fintechs, die werden wir als Aufsicht in den Blick nehmen. Da können Sie absolut sicher sein. Auch für die einzelne Bank bringt die Digitalisierung neue Risiken. Die findigsten digitalen Lösungen nützen nur wenig, wenn sie gleichzeitig enormen Risiken die Tore öffnen. So haben die sogenannten Cyberrisiken in den letzten Jahren ganz, ganz erheblich und sehr signifikant zugenommen. Warum ist das so? Die Zahl der schützenswerten Güter ist nämlich gewachsen. Neben dem Geldvermögen sind inzwischen auch persönliche Daten und damit eben der Zugang zu Dienstleistungen im Cyberspace gespeichert. Gezielte Angriffe auf IT-Systeme können heutzutage von überall in der Welt aus gestartet werden. Oft braucht es kaum mehr als einen Laptop mit Internetzugang. Die Bandbreite von Motiven für Cyberangriffe ist groß und reicht von simplen Angriffen von Amateuren bis hin zu minutiös geplanten Angriffen mit ökonomischem, aber auch mit politischem Hintergrund. Gleichzeitig verbreiten sich neue Angriffsmethoden blitzschnell im Netz und entwickeln sich dabei auch noch ständig weiter. Das ist natürlich ein Thema, mit dem sich auch die Bankenaufsicht beschäftigen muss und beschäftigt. So ist die IT-Sicherheit für die europäische Bankenaufsicht übrigens eines der Schwerpunktthemen für das laufende Jahr. Bundesbank und EZB arbeiten hier wie immer eng und auch gut zusammen. Gleichzeitig waren kürzlich Experten der Bundesbank in den USA und haben mit den dortigen Bankenaufsehern in New York Ideen und Erfahrungen ausgetauscht. Gerade
die Bankenaufseher in den USA sind an der Vorfront der Entwicklung und mit denen wollten wir als Erste sprechen. Und dieser Austausch wird übrigens dann nach der Sommerpause mit einer kleinen Delegation zusammen mit der BaFin in den USA auch fortgesetzt. Doch es muss nicht immer ein gezielter Angriff sein. Gerade in komplexen IT-Systemen können selbst kleine Fehler im System schnell, wie Sie wissen, ganz enorme Schäden verursachen. Felix Hufeld, der Chef der BaFin, wird das Thema Cyberrisiken heute in seinem Eröffnungsvortrag diskutieren. Darum von meiner Seite jetzt nur noch eine letzte Bemerkung. Das Bewusstsein für diese Risiken, das scheint mir noch nicht in allen Führungsetagen von Banken komplett angekommen zu sein. Hier gilt es, dringend aufzuholen und den Schutz der IT-Systeme und den Schutz der Kundendaten noch einmal deutlich zu verbessern. Meine Damen und Herren, mein Vortrag war ein kurzer, gedanklicher Ritt auf der Welle der Digitalisierung, einem Thema, das wir in der Bundesbank als besonders wichtig ansehen. Eine Welle der Digitalisierung, die gerade erst in Schwung gekommen ist und die auch die Finanzbranche unweigerlich an neue Ufer tragen wird. Von der Digitalisierung können alle Beteiligten profitieren, kurzfristig aber vor allem natürlich die Privatkunden. Die neuen technischen Möglichkeiten und der stärkere Wettbewerb bescheren ihnen Geschäfte, die noch besser auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Meine Damen und Herren, Sie alle, die Sie hier sitzen, Sie müssen daran arbeiten, dass Deutschlands Bankensektor auf der digitalen Weltkarte kein weißer Fleck bleibt. Das erfordert meines Erachtens vier Dinge. Erstens braucht jede Bank eine digitale Agenda und eine anpassungsfähige Strategie. Zweitens muss jede Bank ein Gleichgewicht zwischen vorhandenen Stärken und neuen Formen des Bankgeschäftes finden. Drittens muss jede Bank sich des Problems der IT-Sicherheit bewusst sein und dieses Bewusstsein auch an ihre Kunden weitergeben, weil ohne dieses Bewusstsein bei ihren Kunden kann die Bank auch nicht alles erreichen. Und viertens muss jede Bank ihre IT-Infrastruktur so weit wie nötig modernisieren und für die nötige Sicherheit der Systeme sorgen. Mit Ihnen als Vertreter der Banken und als Vertreter der Sparkassenwelt in Deutschland teilen wir als Aufseher das Interesse an einem stabilen und nachhaltig profitablen Bankensystem. Die neuen Spielregeln zu lernen und den Wandel aktiv mitzugestalten, das ist aus meiner Sicht entscheidend, um sich auf der Welle der Digitalisierung halten zu können. Das gilt übrigens nicht nur für Sie, sondern übrigens auch für uns, für die Aufseher, denn es geht nicht nur darum, neue Chancen aufzuspüren und zu nutzen, sondern auch darum, neue Risiken zu erkennen und neue Risiken zu begrenzen. Wenn das alles gelingt, dann werden wir alle gemeinsam erfolgreich auf der Welle der Digitalisierung reiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte um Entschuldigung, dass ich 2 Minuten zu spät gekommen bin. Und damit ist jetzt das 19. Bankensymposium der Bundesbank eröffnet. Danke für die Aufmerksamkeit.